Die AfD erlebt derzeit einen Umfragehoch und alle anderen Parteien treibt zunehmend die Frage um, wie umgehen mit dem Erfolg der Rechtspopulisten. CDU-Chef Merz hat gerade in den eigenen Reihen für Unruhe gesorgt, weil er den Eindruck erweckt hatte, er würde die Abgrenzung zur AfD, die sogenannte Brandmauer, aufweichen. Merz' Äußerungen seien hochgefährlich, sagt die Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des Bundestages Göring-Eckardt. Mit ihr spreche ich gleich. Zunächst ein Blick darauf, warum die AfD im Osten so stark ist. Als Kriegstreiberin wird die Grüne begrüßt. In der Sommerpause macht Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt eine Demokratietour. Doch statt eines offenen Dialogs empfangen sie Demonstranten in Dessau-Roßlau mit Beschimpfungen. Dieser grüne Abfall auch nicht zu uns rüberkommt. Manche könne man wohl nicht überzeugen, sagt Göring-Eckardt dazu. Wer nur laut schreien will, wer nur mit Trillerpfeifen und anderem Krach unterwegs sein will, den wird man nicht erreichen. Aber alle anderen sind es nicht. Und dann rede ich gerne auch mit Leuten, die ganz anders ticken oder ganz anders denken als ich. Wer nur schreien will, der muss schreien. Aber wie reagieren auf den Unmut der Menschen im Osten? In Sonneberg in Thüringen wurde ein AfD-Mann zum Landrat gewählt. Zum ersten Mal in Deutschland. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow sagt, hohe Zustimmung für die AfD gebe es auch im Westen. Und man dürfe ostdeutsche AfD-Wähler nicht pauschal verurteilen. Wenn alles nur noch reduziert wird darauf, wer Herrn Höcke wählt, wählt einen Faschisten, dann ist das so, dass der Teil, den ich für abholbar halte, für auch diskussionswillens halte, dass die dann sagen, naja, also wenn mit uns nicht geredet wird, dann sind wir eben AfD. Und das halte ich für ein Problem. Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck stellt fest, dass es auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in Deutschland immer noch zwei politische Kulturen gibt. Natürlich gibt es Anhänger von nationalpopulistischer Gesinnung auch im Westen. Aber diese sehr starke Rückbindung an autoritäres geführt werden, die ist da. Und das lässt sich bei jeder Wahl belegen. Es gibt eben diese Unterschiede. Das sind keine Konstrukte. AfD-Chef Chrupalla hatte zwar aus Termingründen keine Zeit für ein Gespräch. Im Interview mit der Funke-Gruppe sagte er aber vor kurzem, er glaube nicht, dass die Zustimmung für die AfD im Osten nur etwas mit Protest zu tun habe, sondern dass immer mehr Leute seine Partei aus Überzeugung wählten. Politikwissenschaftler Vorländer sagt, man müsse akzeptieren, dass die AfD in Ostdeutschland eine feste Größe geworden sei. Die sind nicht leicht zurückzugewinnen. Aber dann gibt es vielleicht diejenigen, die aus Enttäuschung über die anderen Parteien oder über mangelnde Oppositionsarbeit von anderen Parteien unzufrieden sind. Und mangels anderer Alternativen wählen sie dann die Alternative für Deutschland. Und die kann man natürlich durch gute, auch handwerklich saubere Politik wieder zurückgewinnen. Das trifft auf ein Drittel der AfD-Wähler zu, schätzt er. Ohne die Stimmen dieser Protestwähler hätte der AfD-Kandidat in Sonneberg wahrscheinlich nicht gewinnen können. Und im Studio begrüße ich jetzt die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie bei uns sind in einer Zeit, in der Ihre Partei auf offenen Hass trifft. Wir haben das gerade gesehen. Ganz menschlich gefragt, was ist vorgegangen in Ihnen in diesem Moment? Ich bin oft gefragt worden, hatten Sie Angst? Ich hatte keine Angst. Ich habe da gedacht, ich stehe da jetzt hier, ich bleibe hier auch stehen. Und ich hatte so innerlich eine feste Entschiedenheit. Ich lasse mich jetzt hier nicht vertreiben, nicht von dem Gebrüll, nicht von der Gewalt in diesen Stimmen und in diesem Block, die da ganz offensichtlich war. Und ich glaube, das war ganz wichtig für mich selber, aber auch für die Leute, die da mit waren und für die Zaungäste sozusagen, die im Restaurant nebenan saßen. Ist diese Dimension neu von Aggression? Wie erleben Sie das? Ja, die Art, die Bösartigkeit, das ist schon was Neues. Also ich habe natürlich in den vergangenen Jahren auch immer wieder Anfeindungen bekommen. Ich bin mal angespuckt worden in einem Café oder es gab auch Demonstrationen gegen die eigene Politik. Ja, wir wissen, 2015, 2016 gab es sehr, sehr viel auch an Drohungen, auch an Gewaltandrohungen, auch an Gegenwehr. Aber diese Bösartigkeit, übrigens auch die Bösartigkeit in den Gesichtern, wo man sich fragt, was geht in den Leuten eigentlich vor? Sind die jemals wieder fürs Gemeinwesen zurückzugewinnen? Das ist schon neu. Sie selbst kommen von Bündnis 90, haben die Zusammenführung mit den Grünen zu Wendezeiten ja mitgestaltet, ziemlich genau 30 Jahre her. Sie haben also eine historische Perspektive. Wie kommt es denn, dass die Grünen im Osten traditionell, kann man vielleicht sagen, so unbeliebt sind? Also traditionell jedenfalls nicht so erfolgreich wie in Westdeutschland. Es hat ein paar objektive Faktoren.
Einerseits, es gibt nicht viele sehr große Städte. Da sind ja die Grünen traditionell besonders stark. Viele Leute, die mobil sind, die auch freiheitsliebend offen sind, weltoffen sind, sind weggegangen, weggezogen aus Ostdeutschland, weil sie einfach woanders Jobs gefunden haben und ihnen das wichtig war. Es gibt aber natürlich auch in Regierungszeiten Enttäuschungen. Enttäuschung beispielsweise darüber, dass die Frage, wie wirkt die Politik eigentlich im ländlichen Raum, in den Klein- und Mittelstädten, keine so große Rolle spielt, auch bei uns nicht, gehört dazu. Und es gehört dazu, dass natürlich die Älteren sehen, ihr seid diejenigen, die besonders kompetent sind in Umweltpolitik, in allem, was mit Umwelt-Naturschutz zu tun hat. Das ist doch eigentlich besser geworden. Also es stinkt nicht mehr nach Braunkohle. Die Luft ist sauberer, die Flüsse sind sauberer, man kann sogar drin baden. Also das ist nicht so das vordringliche Problem. Aber Sie sagen, es ist ein Stadt-Land-Problem? Es ist auf jeden Fall auch ein Stadt-Land-Problem, das würde ich sagen. Vieles wird ja von der Stadt her gedacht. In den Ministerien arbeiten Menschen, die in der Stadt wohnen, logischerweise. Das trifft auf Berlin genauso zu wie auf die Landeshauptstädte. Sie in den Medien übrigens auch. Auch da ist die Perspektive Stadt erstmal da und die andere kommt hinzu. Und ich glaube, wir täten gut daran, wenn wir präsent wären auf dem Land, in den Klein- und Mittelstädten, wenn wir auch gedanklich präsent werden, wenn wir unsere Politik machen, egal ob es ums Heizen oder um die Fachkräfte geht. Und das muss man schon sagen, viele Unternehmen äußern sich ja jetzt und sagen, wir haben riesige Sorge, wenn wir hohe AfD-Ergebnisse haben, wird das wirtschaftlich zurückschlagen, weil wir werden weder die Fachkräfte kriegen, noch die Investitionen. Und das bedeutet dann natürlich wirklich auch was sozial in Ostdeutschland. Trotzdem, diese These klang ja gerade durch, auch schon in dem Beitrag, die Frage, gibt es in Ostdeutschland vielleicht eine andere Vorstellung von Demokratie, dass sie dazu da ist, den Willen des Volkes umzusetzen, im Gegensatz zu dem pluralistischen Ansatz, unterschiedliche Meinungen und Interessen im Land auszugleichen? Ich denke tatsächlich, es geht um Ausgleich. Das ist die entscheidende Frage. Das ist auch die Aufgabe von Politik. Und manchmal wird Politik ja so verstanden, dass man das Problem individuell einer Person bitteschön zu lösen hätte. Ich habe darüber mit vielen diskutiert, gerade in diesen letzten Tagen, und gesagt, nein, das ist nicht die Aufgabe von Politik. Ihr könnt euer Problem adressieren, natürlich ist euer Interesse. Naja, also jemand sagt zu mir, wir wollen gerne in unserem Ort das Schwimmbad. Und das müsst ihr jetzt mal lösen. Und dann sage ich, ja, aber die anderen wollen eher den Hort. Was machen wir denn da? Oder ein Bürgermeister sagte, vor 2 Jahren waren sich alle einig, dass das Schwimmbad die zentrale Frage in unserem Ort ist. Und 2 Jahre später wollten sie dann plötzlich was anderes. Was soll ich da machen? Und diese Art von, man kann sich da auch mal ändern. Aber sie haben gesagt, Interessen des Volkes. Und ich glaube, es geht in der Demokratie ja wirklich darum, Mehrheiten zu betrachten. Was brauchen die, was wollen die? Aber eben auch Minderheiten zu schützen. Und die leben natürlich in Ost und West ganz genauso. Und das auszutarieren und hinzubekommen, das ist der Job, den wir haben als Politikerin. Warum hat die AfD im Osten so viel Erfolg? Warum hat Hass gegen Menschen, die als fremd gelesen werden, so viel Erfolg? Also erstens nicht nur im Osten. Da hat der ehemalige Präsident Gauck ja recht. Wir haben gerade eine Umfrage aus Baden-Württemberg, wo die AfD bei 19% ist. Und auch da waren Republikaner schon mal im Landtag. Also ich sage erstmal ganz klar, es ist nicht nur ein Ostproblem. Aber in der Tat, es gibt gefestigte Positionen. Das kennen wir auch seit vielen, vielen Jahren. Und da gibt es 15% der Menschen, die massiv ausländerfeindlich sind, die Minderheiten nicht akzeptieren, die antisemitisch denken. Und die haben jetzt das Gefühl, und sie könnten auch das in Handeln umwandeln. Auch dazu gibt es Untersuchungen. Und dieses in Handeln umwandeln bedeutet dann manchmal zu wählen, bedeutet dann manchmal eben auch, sich auffordern zu lassen, solche Proteste mitzuerleben, anzuführen und durchzuführen. Und das ist neu, diese Handlungsbereitschaft. Und deswegen muss auf der anderen Seite die Demokratie auch klar sein, in der Abgrenzung, in der Deutlichkeit, aber auch im Einnehmen von anderen Perspektiven, als sie gewohnheitsmäßig da sind. Und ich glaube in der Tat, es sind Menschen zurückzugewinnen, wahrscheinlich nicht alle. Aber auch für die, die für die Demokratie erreichbar sind, müssen wir klare Kante den anderen gegenüber zeigen. Vor diesem Hintergrund immer wieder bedienen Protagonisten der bürgerlichen Mitte mittlerweile populistische, fremdenfeindliche Töne. Was halten Sie davon? Ich finde das gefährlich. Ich finde es gefährlich zu versuchen, die AfD mit ihren eigenen Parolen zu schlagen. Dann werden die Menschen das Original wählen. Das haben wir unter anderem in Sonneberg gesehen. Verloren hat ja der CDU-Kandidat. Mich wundert irgendwie, dass irgendwie am Ende die Grünen schuld sein sollten, wenn der CDU-Kandidat verliert. Aber das ist genau der Punkt. Der CDU-Kandidat hat aber auch verloren, weil er ganz ähnlich geredet hat wie der Protagonist der AfD.
Lassen Sie uns auf Ihre Partei schauen. Im bundesweiten Umfragetief, mager 13%, war es nur das sogenannte Heizungsgesetz? Naja, wir sind in der Mitte der Legislaturperiode und wir können vieles besser machen. Und das Heizungsgesetz gehört sicherlich dazu. Auf der anderen Seite sind wir innerhalb der Ampelkoalition die Partei, die am nächsten an ihrem Bundestagswahlergebnis ist. Also wir müssen uns jetzt auch nicht in der Ecke verkriechen und sagen, um Himmels Willen. Aber wir können es besser machen und das gilt für uns als Grüne, aber das gilt für die Regierung insgesamt. Und da würde ich auch sagen, nicht nur wir können, wir müssen. Kritikerinnen und Kritiker, die fürchten auf der anderen Seite ja auch um den Markenkern der Grünen. Stichwörter hier, Waffen für die Ukraine, Asylpolitik. Verraten Sie sich selbst? Nein, gar nicht. Wenn es um die Waffen für die Ukraine geht, geht es um das Selbstverteidigungsrecht. Es geht darum, dass wir dieses Land unterstützen, das für unsere Werte, für die demokratischen Werte, für ein gemeinsames Europa steht. Das ist vollkommen legitim. Und da gibt es auch innerhalb der Grünen eine sehr, sehr große Zustimmung dazu. Und bei der Asylpolitik geht es natürlich auch weiterhin darum, die Menschenrechte aufrechtzuerhalten und trotzdem innerhalb Europas eine gemeinsame Position zu finden. Das ist schwierig, das bleibt auch schwierig. Und wir werden immer wieder auszutarieren haben. Schwierigkeiten haben Sie anscheinend auch, Ihre Politik zu verkaufen. Es fällt auf, dass Ihre Partei den Narrativen der anderen ziemlich oft hinterherläuft. Was läuft falsch in der Kommunikationsstrategie der Grünen? Ich glaube nicht, dass die Kommunikationsstrategie das Problem ist. Also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand sagt, wir müssen es nur besser verkaufen oder besser erklären. Ich finde, Politik, gute Politik machen, darauf kommt es an. Und das betrifft natürlich die Umweltpolitik, die Klimaschutzpolitik ganz zentral. Wir erleben den x-ten Hitzesommer, wir erleben die Brände in Südeuropa. Das ist ja inzwischen schon sehr, sehr nah. Und trotzdem sind Sie immer noch die Verbotspartei. Und trotzdem erzählen manche, wir würden was verbieten wollen. Andere wollen sehr viel mehr verbieten, wenn ich mir Herrn Aiwanger angucke oder wenn ich mir die Leute anschaue, die sogar beschlossen haben, dass man in bestimmten Institutionen nicht mehr gendern dürfe. Das sind Verbote, zu denen wir nicht stehen. Aber ich sage ganz klar, doch, gute Politik machen, aber im Blick haben, dass der Zusammenhalt der Gesellschaft gestärkt wird und dass wir die Zukunft auch nicht vergessen. Und die Bewältigung der Klimakrise, das ist Zukunftspolitik. Da legt man sich mit dem einen oder anderen an, aber das ist halt auch die Aufgabe von Politik. Nicht nur tagesaktuell zu sagen, wo kriege ich heute die Mehrheit her, sondern auch noch in 5 Jahren sagen zu können, wir haben verantwortungsvoll gehandelt. Wie sieht es mit Ihrer Zukunft aus? Welche Ambitionen haben Sie in Ihrer Partei noch? Ich bin total happy mit dem, was ich jetzt mache. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.